Energie ist uns im Alltag nicht mehr wegzudenken. Überall sind Strommasten, Leitungen und Steckdosen. Den ganzen Tag benutzen wir Strom und Benzin. Doch woher bezieht die Schweiz die ganze Menge an Energie? Und wer garantiert uns eigentlich, dass auch noch übermorgen das Licht angeht? Mit diesen Fragen wendet sich die junge Filmemacher vom Jugendkulturfilmverein Lind direkt an Bundesrat Moritz Leuenberger, einem Verantwortlichen für die Energieversorgung der Schweiz. Guten Tag, Herr Leuenberger. Woher bezieht die Schweiz ihre Energie? Also zwei Drittel von unserer Energie ist Öl, Gas, also fossile Brennstoffe, und ein Drittel ist Strom. Der Strom unterscheidet sich dann wieder in AKW-Strom und Wasserstrom, 60% ungefähr, Wasser 40% etwa AKW. Und das Ganze zeigt ja schon, dass wir sehr, sehr abhängig sind vom Erdöl. Und die Preise vom Erdöl werden noch immer anders gemacht. Die Preise sind in den letzten Jahren immer wieder gestiegen und gestiegen. Und wir müssen von dieser Abhängigkeit wegkommen. Erdöl hat natürlich auch noch andere Nachteile. Es sind fossile Brennstoffe. Sie belasten das Klima. Sie belasten CO2 ausstoßen. Und darum geht eigentlich unsere ganze Energiepolitik daher, von der Abhängigkeit vom Erdöl wegzukommen. Auf der Suche nach der Herkunft der Schweizer Energie gehen wir zu einem von insgesamt 5 AKWs, genauer gesagt nach Gösgen, und befragen den Experten nach der Gewichtung der Kernenergie der Stromproduktion. Die AKW sind für die Stromversorgung der Schweiz sehr wichtig. 40% rund vom Strom, den die Schweizer verbrauchen, ist Strom aus Kernkraftwerken, und darum ist 40% ist sehr wichtig. Werden also die bestehenden Kraftwerke auch weiterhin betrieben oder teils durch neue ersetzt? Für die Schweiz, auf die Schweiz bezogen, hat der Bundesrat ja eigentlich gesagt, dass der Ersatz und Neubau von Kernkraftwerken notwendig sind. Ich denke, dass in den nächsten 10 Jahren 2 Grosskraftwerke ans Netz müssen gehen, um die Stromversorgung von der Schweiz können zu sichern. Neben sehr starke Anstrengung für Energieeffizienz, für Energiesparen und vor allem für den Zubau von erneuerbaren Energien, die das Parlament ja eingeleitet hat und auch subventionieren will. So ein Zubau von alternativen Energien befindet sich in unserer Hauptstadt, und zwar im Stade de Suisse. Dort wird nämlich auf dem Dach vom Stadion Solarstrom produziert. Wir fragen den Jakob Vollenweider, was ein Stadion so geeignet macht, um die Sonnenenergie zu nutzen. Also eine Sache ist sicher, Solarstromproduktion braucht relativ grosse Fläche. Man braucht ein grosses Dach. Ein Fußballstadion hat ein grosses Dach. Ein Dach, das nicht unterbrochen wird durch Chemie etc. Und von dem her ist das eigentlich sehr gut geeignet eben für die Solarstromproduktion. Zusammen ist noch für die Information natürlich interessant. Die Leute, es kommen sehr viele Leute in das Stadion und werden dann konfrontiert eben mit der Solarstromproduktion, interessieren sich dann dafür. Und das sind eigentlich zwei starke Gründe, warum dass wir darauf gekommen sind, hier in Bern, im Stade de Suisse, die Solarstromproduktion aufzufahren. Trotz dem zunehmenden Interesse an der Solarenergie nimmt sie der ganzen Energieproduktion der Schweiz einen ganz kleinen Teil ein. Das liegt vor allem an den sehr grossen Kosten und der relativ kleinen Stromgewinnung. Um die Effizienz zu steigern, wird von der BKW Forschung betrieben. Der Jakob Vollenweider schaut positiv in die Zukunft. Also im Moment nimmt das natürlich bei der ganzen Energieproduktion in der Schweiz noch einen ganz kleinen Raum ein, die Solarstromproduktion.
Aber es ist so, es ist ein Hoffnungsträger, es ist eine erneuerbare Energie. Das heisst, es braucht keine Brennstoffe, für den Solarstrom zu produzieren. Es produziert keine Abgase. Im Moment ist es einfach so, die Kosten sind noch sehr hoch, aber die Hoffnungen sind gross, dass die Kosten runtergehen und dass man dann den Solarstrom in wesentlich grösserem Ausmaß produzieren kann, als heute das der Fall ist. Ein anderer Weg wird gut 2 Autostunden von Bern entfernt im Kanton Glarus verfolgt. Genauer gesagt in Schwanden. Dort wird das ehrgeizige Projekt Doppelpower vorantrieben. Der Erfinder und pensionierte Lehrer Kasper Glarner erzählt, was mit Doppelpower gemeint ist. Doppelpower, wie der Name sagt schon ein bisschen, man nützt etwas aus, das man schon mal genutzt hat. In unserem Fall Wasser, das wir hier im Kraftwerk Sernf-Niederbach genutzt haben, packen wir gerade wieder, wenn wir es so sagen, und tun es in der nächsten Stufe, tun wir das wieder ausnutzen. Es wird also Wasser, das schon mal benutzt worden ist, um Strom zu produzieren, durch den Berg zu einem weiteren Wasserkraftwerk geleitet. Schon mal gereinigte Wasser wird durch eine Röhre mit 36 Meter Gefälle auf eine zweite Turbine geleitet. Mit dem Vorgang wird nicht weniger als 25'000 Megawatt produziert. So kann man in etwas ganz kleiner Hinterland mit Strom versorgen. Strom brauchen wir einfach, da haben wir keine Hand, müssen wir den irgendwie beschaffen. Und Ende aller Ende, in letzter Konsequenz, wäre das Atomstrom. Und von dem wollen wir ein bisschen wegkommen. Durch das Projekt hilft hoffentlich minimal, das ein bisschen zu lösen. Die geniale Idee ist dann auch mit dem Swiss Mountain Water Award 2007 ausgezeichnet worden. Einem Preis, der die Wasserkraftwerke in der Schweiz für besondere Ideen auszeichnet. Wir fragen den Leo Meier, den Leiter des Projekts Doppelpower und Verantwortlichen für das Wasserkraftwerk Schwanden, wie er reagiert hat, als Kasper Glarner mit seiner Idee zu ihm gekommen ist. Mir ist eigentlich als erstes zu den Kopf gegangen, warum bin ich nicht selber auf die Idee gekommen. Das war der erste Gedanke, weil es ist eigentlich bestechend war, das Wasser, das schon gereinigt ist, gerade wieder zu verwenden. Es war auch bestechend, dass wir ja, überall jetzt in der Region und auch in der Schweiz schaut, wo kann man solche Energien noch erzeugen, die auch die Landschaft nicht beeinträchtigen. Und darum musste ich sagen, ja, eigentlich hätte ich selber als Verantwortlicher von diesem Kraftwerk müssen auf die Idee kommen, da so etwas zu realisieren. Bis das ehrgeizige Projekt vollends umgesetzt ist, braucht es noch viele Anstrengungen. Die Herausforderung ist der Stollen, der in dieser Flucht, die ich jetzt hier zeige, erstellt sollte werden. Einerseits ist der Berg hier drin, ist Bergsturzgebiet, also das ist Gröll, Stein, wo man nicht wissen genau, was uns erwartet. Wo ist ein richtiger Felsen, wo ist ein Gröll, wo man nicht gut kann durchbohren mit Bohrmaschinen. Und das ist sicher die grosse Herausforderung, die wir jetzt in den Vorabklärungen noch vertiefter anschauen, mit Geologen, mit Sondierbohrungen und so weiter. Aber das ist der grosse Punkt. Zurzeit läuft noch ein Umweltverträglichkeitsverfahren. Projekte wie Doppelpower sind in der Schweiz noch eine Seltenheit. Der Bund versucht, die erneuerbare Energie in der Schweiz zu unterstützen und zu begünstigen. Da gibt es verschiedene. Wir haben Programme. Ein Programm heisst Energie Schweiz. Da werden die Massnahmen auch von einzelnen Hausbesitzern unterstützt und erleichtert. Man muss wissen, dass alternative Energien noch nicht marktfähig sind. Also nicht alle sind marktfähig und darum muss man da ein bisschen einen Anstoß geben. Man muss auch aufzeigen, was man für Möglichkeiten hat. Wenn man zum Beispiel ein Haus renoviert, da denken dann viele gar nicht daran, dass das die gute Gelegenheit wäre, auf alternative Energien umzusatteln. Also das ist ein Programm, das wir schon seit Jahren machen und das schon viel gebracht hat. Und daneben haben wir jetzt gerade neu ein Gesetz, wo Strom aus alternativen Energien begünstigen. Das heisst, wenn jemand aus Wind oder Sonne Strom produziert, dann kann er das günstiger ins Netz einspeisen. Und das ist eine Erleichterung und das ist ein Anreiz, dass man diese Energie fördert. Auch auf dem Gebiet der Solarenergie wird fleissig Forschung betrieben und Projekte an den möglichsten und unmöglichsten Orten vorantrieben. Wir haben verschiedene Projekte parallel am Laufen. Wir haben einerseits wirklich Produktionsanlagen, verschiedene. In
ihr kennt wahrscheinlich Torte nicht. Also eins ist in Zweisimmen im Berner Oberland, eins ist in Le Noirmont im Jura und so weiter. Und dann haben wir natürlich wirklich Projekte, die sehr stark herausstechen. Eins beispielsweise vom Jungfrau Joch, das ist das welthöchste Solarkraftwerk. Oder das, wo wir hier sind, im Stade de Suisse, das ist das grösste stadionintegrierte Solarkraftwerk der Welt. Trotz der geringen Energieeffizienz wird in der Schweiz die Solarenergie recht stark gefördert und unterstützt. Viele sehen in den unverbrauchbaren Energiequellen der Sonne die optimale Lösung. Und weil die Solarenergie weder Abfälle hinterlässt noch CO2 ausstößt, ist sie sicher eine der umweltfreundlichsten Varianten. Es wird aber auch viel Geld in die Erhaltung der Atomkraftwerke gesteckt. Trotzdem müssen in den nächsten Jahrzehnten die alten Kraftwerke vom Netz, weil die ältesten AKW schon über 30 Jahre alt sind. Was wird man gegen die mögliche Energielücke unternehmen? Ob man überhaupt KKW soll haben oder nicht, das ist wahnsinnig umstritten. Der Bundesrat hat jetzt nach langen Diskussionen dann entschieden, wir brauchen neue Kernkraftwerke. Sie haben halt immerhin einen grossen Vorteil, das muss man sagen. Sie verschleudern kein CO2. Oder? Das ist ein Vorteil von der KKW. Andererseits haben sie ja wieder den Nachteil, dass, wenn es mal einen Unfall gibt, die Folgen katastrophal könnten sein. Aber die Schweiz ist darauf angewiesen, auf Energie. Und nach der politischen Einschätzung vom Bundesrat gibt es keine andere Möglichkeit, dass man auch neue KKW müsste bewilligen. Jetzt gut, wenn so ein Gesuch kommt und wenn der Bundesrat und das Parlament sagen, ja, wir wollen es, gibt es aber nachher eine Volksabstimmung. Nicht alle sind froh über die Ungetüme in der Landschaft. Besonders die vielen Störfälle in Frankreich von der jüngsten Zeit haben die Bevölkerung aufgeschreckt und verunsichert. Auch die Betreiber der AKWs wissen von der Angst. Ich denke, da gibt es vor allem zwei Gründe. Das ist die Angst vor dem Unfall, von dieser Unfallgefahr, die nicht ganz kann verhindert werden kann. Also der letzte mögliche Unfall eigentlich. Man versucht technisch alles zu machen, dass eben das nicht so weit kommt. Kernkraftwerk Gösgen beispielsweise ist in den letzten 10 Jahren immer absolut reibungslos gelaufen. Und wir machen auch immer gute Erfahrungen, bessere Erfahrungen, sicherheitsmässig. Das ist das eine, vielleicht das eine. Und das andere ist nachher die radioaktiven Abfälle, die gelagert werden müssen. Und auch da haben wir nachweisen eigentlich, dass die Abfälle sicher in der Schweiz gelagert werden können. Die Atomkraftwerke sind und bleiben umstritten, doch sind sie im Moment nicht wegzudenken. Dass es aber auch anders geht, zeigen die Beispiele von Doppelpower und von der Solarenergie im Stade de Suisse. Welche Energieform sich in der Zukunft durchsetzen wird, hängt sehr stark vom Erfindungsreichtum und der Forschung ab, um die Nachteile der erneuerbaren Energie wettzumachen. Erneuerbare Energie ist einfach so, dass es zum Beispiel bei Solarenergie eben nur Strom gibt, wenn die Sonne scheint oder wenn es hell ist und in der Nacht eben nicht. Dann ist Solarstrom ist beispielsweise so teurer oder beim Wind ist ja einfach, gibt es Strom, wenn es windet und beim Wasser ist, wenn es Wasser hat, schwankt also viel stärker eben als Bandenergie aus der Kernenergie. Dass etwas passieren muss, sind sich alle einig. Nur über die Richtung ist man uneinig. Noch sind zu viele Fragen offen, um eine konkrete Lösung für das Energieproblem zu finden. Kann man die Solarenergie noch weiter optimieren und Kosten senken? Wo hat es noch Platz für weitere Wasserkraftwerke und sind solche Projekte wie Doppelpower auch an anderen Orten möglich? Wie kann man den Wind in der Schweiz sinnvoll nutzen? Sind die AKWs wirklich so sicher und wo werden dann die ganzen Atommülldepots errichtet? Denn wer möchte schon neben seiner Wohnung ein radioaktives Lager haben? Das wirft die Frage auf, ob es denn bald eine Schweiz mit nur erneuerbarer Energie gibt. Da muss ich jetzt halt ganz ehrlich sagen, und ich bin Politiker und ich muss da realistisch sein, und ich muss sagen, in absehbarer Zeit ist das nicht möglich. Ich kann mir das schlicht nicht vorstellen. Allein schon, wenn Sie die Zahlen sehen, 2/3 Erdöl und beim Strom ist dann auch noch ungefähr die Hälfte aus AKWs. Also wie man diesen Wahnsinnssprung könnte machen, das kann man
das kann man sich ausrechnen im Kopf, das kann man als Utopie, und das finde ich sogar gut, dass man sagt, wie ist die Vision der Schweiz nur mit erneuerbaren Energien? Aber ich als Bundesrat, der für das verantwortlich bin, kann nicht im Ernst sagen, morgen oder übermorgen könnten wir das erreichen. Aber man kann natürlich gleich sagen, in welche Richtung muss man gehen? Und das ist die Richtung, dass man alle alternativen Energien tut unterstützen, auch finanziell einen Anreiz gibt, dass man es machen. Vor allem aber auch, dass man Energie sparen, also energieeffizient, sagen wir dann. Weil es heute, wird heute immer noch Energie verpufft, dass man sich schier nicht vorstellen kann. Also allein schon Glühbirnen, oder, wo eine geniale Erfindung sind, aber heute eigentlich kleine Heizwerke sind an der Dilli. Und da gäbe es ganz andere Möglichkeiten. Energie sparen auch, dass die Geräte, die ständig angestellt sind, Tag und Nacht, also, dass man da Vorschriften macht, dass Standby eben abstellt und nicht die ganze Nacht durchbrennt, etc. etc. Oder die Isolation bei Häusern. Vor allem aber auch, dass man Automobil baut, wo weniger Treibstoff brauchen. Und das ist ja eigentlich der Grund, dass ich auch für eine CO2-Abgabe bei den Automobilen, bei vielen Leuten sagen, dann, ja, das ist eine Gemeinheit und dann müssen wir 50 Rappen mehr zahlen. Es geht mir gar nicht darum, dass die Leute eigentlich 50 Rappen mehr zahlen, sondern es geht darum, dass endlich Autos importiert werden, die einen Bruchteil von dem Benzin verbrauchen, den sie jetzt verbrauchen. Und das ist möglich. Aber immer noch ist es so, dass die Werbung für Automobil und darum auch die Konstruktion von neuen Automobilen auf schnelle Automobile geht, die besser beschleunigen, die noch grösser sind, wo alle Räder Vierradantrieb, damit man über Pflastersteine kann fahren und nicht sparsame Auto. Und es wäre möglich, es gibt sparsame Autos, man müsste sie fördern. Und wenn solche sparsame Autos importiert werden, dann können alle Leute gleich Auto fahren, wie sie wollen. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass die Mobilität eingeschränkt wird. Das kann man auch gar nicht. Die Leute wollen Mobilität. Und ich verstehe das. Aber man müsste eben, und das kann natürlich die Schweiz nicht allein, die ganze internationale Gemeinschaft halt auch den Automobilkonstrukteur zwingen, saubere Autos zu bauen. Und wie sehen die Betriebsgesellschaften von den Kernkraftwerken die Zukunft der alternativen Energien? Also sehr langfristig, wenn das kommt, kann ich nicht sagen. Langfristig wird man ja nur noch praktisch erneuerbare Energien machen. Ich weiß nicht, ob das 100 Jahre ist, aber bis wir so weit sind, brauchen wir, sagt auch der Bundesrat, Grosskraftwerk, und da haben wir einfach die Wahl zwischen Kohlekraftwerk, Gaskombikraftwerk und Kernenergie. Und darum braucht es in dieser Übergangsphase noch einmal Grosskraftwerk. Der Energiebedarf wird immer grösser. Die Politik ist nicht untätig. Auch auf Kantonsebene wird gehandelt. St. Galler Energiegesetz wird verschärft. Nach einem Jahr zur Volksinitiative für eine Energiepolitik mit Weitsicht reicht die St. Galler Regierung einen Entwurf zur Überarbeitung des Energiegesetzes ein. Die Produktion von erneuerbaren Energien aus Sonne, Wind, Holz, Biomasse, Biogas und Erdwärme soll verdoppelt werden. Das fordert die Volksinitiative der Grünen und der EPV. Vor allem bei Gebäuden soll Energie gespart werden. Laut dem neuen Gesetz müssen Neubauten in Zukunft den Minergie-Standard erfüllen. Der Energieverbrauch soll dank dem verbesserten Wärmeschutz gegenüber dem heutigen Neubaustandard um ein Drittel sinken. Die Heizkosten in bestehenden Gebäuden mit mehr als 7 Wohnungen müssen zukünftig verbrauchsabhängig abgerechnet werden. Wer auf seine Heiz- und Lüftungsgewohnheiten achtet, soll das auch anhand des Portemonnaie merken, heisst es in einem Vernehmlassungstext. Heizungen im Freien dürfen nur noch erstellt werden, wenn ein klarer Bedarf vorhanden ist. Der Bundesrat Moritz Leuenberger glaubt an den Durchbruch der alternativen Energie. Im Moment ist natürlich Windenergie und Sonnenenergie, das sind eigentlich die beiden Energien, die grosse Fortschritte gemacht haben. Also noch vor 10, 20 Jahren hat das wahnsinnig viel gekostet, auch Sonnenenergie. Also da sind technologische Fortschritte gemacht worden. Also ich würde jetzt vor allem mal auf die beiden setzen, aber es gibt ja noch viel, viel andere
Sachen, die projektiert werden von zum Teil Tüftler, von Ingenieuren. Also letztes Jahr habe ich etwas gehört, dass man mit Stein kann Material bauen, das unglaublich CO2 würde einsparen. Aber das sind vielleicht, das ist ja oft so, oder? Die Erfindung fängt an in einem Kämmerli bei einem, wo vielleicht sich etwas ausdenkt und plötzlich kann es einen Durchbruch geben, wie bei Sonne und Wind auch. Auch im Wohnungsbau wird auf Energiesparung immer mehr Wert gelegt. Katja Siller wohnt in einer Energiesparhaussiedlung in Teufen. Sie ist von den Vorteilen von so einem Haus überzeugt. Der Vorteil ist sicher, dass man einfach viel weniger Energie braucht. Also vor allem, man braucht kein Heizöl. Das war für uns fast ausschlaggebend in der heutigen Zeit. Es ist sehr gut isoliert. Es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man weiss, dass es ein bisschen nachhaltiger ist wie sonst etwas. Das sind so die Hauptgründe. Wie ist das für Sie, wenn man so in so einem Energiesparhaus lebt? Ja, man freut sich, wenn schönes Wetter ist, weil dann produziert man den eigenen Strom. Man überlegt sich auch, wann wäscht man oder wann braucht man genau die Geräte, die Strom brauchen. Sonst wohnen ist eigentlich das Gleiche, wie man sonst halt in einem Haus wohnt. Da würde ich jetzt sagen, merkt man nicht einen grossen Unterschied. Was wir einfach haben, ist sicher tendenziell sehr warm, gerade weil es sehr gut isoliert ist. Und ja, also es ist nicht ein Unterschied eigentlich zu einem anderen Wohnen. Das ist jetzt ein Holzhaus und das merkt man da schon, ist sehr heimelig innen dran. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache und so Energiesparhäuser können ja ganz verschieden aussehen. Die Zukunft ist, dass man so baut. Ein Neubau, der nicht mehr mit diesen Kriterien gebaut wird, ist eigentlich nicht logisch. Also, heutzutage hat man die Möglichkeit, um Energie einzusparen, also soll man es auch machen. Es gibt ganz viele verschiedene Anbieter natürlich, von Wärmepumpen, Erdwärmepumpen, Solarenergie, so viele verschiedene Sachen. Ich glaube, da müsste man sich erkundigen, was will man alles haben. Ich denke, der Hauptgrund, wenn man baut, ist natürlich, dass man einfach sehr gute Isolation hat. Da hat man schon vieles gemacht. Es sind nicht nur grosse Firmen oder der Staat, die sich mit dem Thema der alternativen Energien befassen sollten. Nein, jeder von uns sollte sich Gedanken machen. Schlussendlich sind es wir, die die Energie täglich brauchen und es sind wir, die mit Abstimmungen entscheiden, wer uns die enorme Menge an Strom liefert. Also, das letzte Wort über ein neues KKW werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben. Schon jetzt gilt es, mit unserer kostbaren Energie sparsam umzugehen und die Möglichkeiten von alternativen Energien zu verbessern und auch zu nutzen.